Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Zombie-Karte die Maschine bei COD Black Ops Cold War den Packer-Punch aktiviert. So Leute, bevor ihr Packer-Punch aktivieren könnt, müsst ihr erst Strom aktivieren. Wie das Ganze geht, habe ich euch im letzten Video gezeigt. Werde ich euch nochmal oben in der Infokarte verlinken für all die, die es nicht gesehen haben. Und zwar aktiviert ihr Strom. Und dann erscheint links und rechts so ein Terminal. Dort müsst ihr hingehen und das einmal aktivieren, Leute. So, aktivieren wir erstmal beide. So, Leute, wenn ihr dann beide aktiviert habt, erscheint unten in der Mitte so eine dunkelblaue Anomalie, Leute. Ihr wartet, bis die gespawnt ist. Dann geht ihr runter und aktiviert diese Anomalie. Dann werdet ihr in so ein, in diese dunkle Version der Karte, sag ich mal, teleportiert. So, aktiviert ihr das, hält ihr gedrückt. So Leute, wenn ihr teleportiert seid, erscheint auf der Karte so ein neuer Wegweiser. Wie ihr seht, ihr folgt den einfach, geht am besten hier lang. Dann geht ihr hier nach oben, geht rechts entlang. Dann seht ihr hier diese Garage. Und da drinnen haben wir schon das Packer-Punch-Teil. Hier könnt ihr nicht einfach reinlaufen, Leute. Ihr müsst euch da rein teleportieren. Um da reinzukommen, geht ihr die Treppen hoch. Läuft weiter. Dann geht ihr links die großen Treppen hoch. So, wieder nach links. Folgt einfach dem Wegweiser. Sprengt die Tür auf. Und hier habt ihr dann so einen Teleporter. Dafür braucht ihr 500 Punkte, Leute. Teleportiert euch und ihr landet in dieser Garage. Das Tor geht auf. Ihr könnt das Packer-Punch teilnehmen. Und runter Richtung Packer-Punch. So, Leute. Wenn ihr dann das Teil eingesetzt habt beim Packer-Punch, dann ist das Ganze auch schon fertig und ihr könnt eure Waffen verbessern. So Leute, das war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und für all die, die noch kein Abo bei mir sehen, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Video. Einsatz.